Er ist ein absoluter Weltstar, der berühmteste Bergsteiger der Welt. Er ist viel mehr. Er ist Buchautor, er ist Vortragender, er ist Filmregisseur. Hat mit seiner neuen Liebe dieses fantastische Büchlein geschrieben. In dem geht es um Verzicht als Inspiration für ein gelingendes Leben. Begrüßen Sie bitte Reinhold und Diane Messner. Liebe Messners, was wollt ihr trinken? Wasser. Ein Radler? Nein, Sprudelwasser. Wasser nur meinerseits. Nur Wasser. Aber in diesem Buch, gibt es viele Bilder von Ihnen, Herr Messner, wo Sie ein Glas Wein in der Hand haben. Richtig, aber im Moment sind wir auf Abstinenz. Echt? Weil wir den Sinnbildern folgen. Okay, dann darf aber es sind sogar, ist sogar eine ganze Fotostrecke, wo, glaube ich, ständig ein Rotweinglas zwischen Ihnen steht. Ja, das stimmt. Wir verzichten aber auch ab und zu. Nach diesem Besäufnis für das Fotoshooting sind Sie jetzt abstinent geworden. Darf ich so ähnlich ins Weinglas füllen, das Wasser? Habe ich Diane? Ist es Diane, nicht Diane? Richtig. Ja, ist ja richtig ausgesprochen. Genau. Weil Sie Luxemburgerin sind. Das erste Mal, sind. Weil ich Luxemburgerin bin. Das erste Mal. Genau. Ich entnehme Ihrem Buch, wo Sie auch unter anderem Ihre Frau über Ihr Kennenlernen sprechen, dass das erste Treffen, das erste wirkliche Treffen wenig romantisch war. Die erste Frage von Reinhold an Diane war, kannst du gut kochen? Beim ersten Date, ja. 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 Ist das eine Frage, die wichtig war für Sie? Die kam vielleicht in meiner Ungeschicklichkeit. Aber ich habe die Frage gestellt, sie hat ja gesagt. Ich finde ja noch viel lustiger, wie wir uns wirklich kennengelernt haben. Auf der Mauer. Sie saß auf sie der Mauer? Saß auf der Mauer, wo ich sie wahrgenommen habe. Mhm. Ich war zu einem Fest dort, zu einer Veranstaltung. Und am Ende hat sie sich ein Foto gewünscht, wie heute ja viele machen, also ein Selfie. Und ich frage sie dann um ihre Nummer. Machen Sie einigen. Das bei jeder Frau, die mit Ihnen ein Foto macht? Nein, nein. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Das glauben die Leute zwar nicht. Ja. Das habe ich nur bei Diane gemacht. Und sie sagt dann, ich gebe dir meine Nummer. Und ich sage, gebe ihr mein Handy und sage, bitte eintippen, weil ich kann das nicht. Ja. Und so wie da haben Sie sich gedacht, Wahnsinn, das ist der Mann, den ich, immer schon gesucht habe. Der null Ahnung hat von Technik und... Ich habe nur gedacht, hoffentlich schafft er es auch, diese Nummer anzurufen. Das war ja dann so die Sorge, aber am nächsten Tag klingelt aber es. Aber am Tag haben Sie schon angerufen. Ja, ja. Aber liebe Diane, so war es immer schon, dass Reinhold Messner ein Idol für Sie war? Ja, ich kannte ihn natürlich. Idol jetzt nicht. Ich kannte ihn auch und ich habe das auch gesucht. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, aber ich weiß nicht, ob ich mit ihm essen gegangen wäre am nächsten Tag sofort. Ja, du hättest ihm nicht deine Nummer eintippen können, weil du es selber nicht kennst. Es hat ja noch gedauert, bis zum ersten Date hat es ja noch ein bisschen gedauert. Und er hat mir gestanden, dass er sehr lange überlegt hat, bevor er anruft. Aber ich glaube, das lag daran, weil er es nicht hinbekommen hat. Aber man hat das Gefühl, es war dann von Anfang an eine Art Seelenverwandtschaft. Schnell dann so radikale Entscheidungen trifft wie Sie beide. Nein, nein, das ging nicht so. Aber nicht wir so, brauchen nur wegen dem Kopf. Ein Jahr lang, um wirklich zusammenzufinden. Ja. Also und Altersunterschied, völlig andere Kultur. Natürlich, sie kannte sich im Bergsteigen gut aus. Das war ein Verbindungspunkt, war viel in der Schweiz zum Wandern. Ja. Und hat inzwischen die alpine Geschichte im Kopf, so wie ich selber, der ich ein Leben lang darüber gearbeitet habe. Aber wir haben uns dann zusammengetan, auch wie es in den Sinnbildern heißt, um ein gemeinsames Ziel zu haben, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, um dieses, ja, diese Ehe, wir sind inzwischen verheiratet, auch stark zu kitten. Hätten Sie sich theoretisch in eine Flachländerin verheiraten können, die Höhenangst hat? Oder war das die Grundbedingung? Schatz, wir gehen jetzt auf 8000 Meter, du kommst mit, ohne Sauerstoff. Grundbedingung war das Kochen. Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Aber er hat jemanden gesucht, der kocht, der praktisch ist. Und dabei essen Sie nur einmal am Tag. Wieso war die Frage des Kochen, kochst du gut, so wichtig? Ja, umso wichtiger. Umso wichtiger, dann muss ich wirklich merken. Aber ist das auch Teil des Verzichts, was Sie in diesem Buch predigen? Aber man soll auch ist dreimal täglich essen schon eigentlich ein Überflussgedanke, ein Fehler? Also dieser Verzicht ist nicht gedacht. Also die kulinarischen Seiten, die Landschaften, die wir genießen, die Touren, die wir machen, auch Flüge ins Ausland dann und wann,
die bleiben uns wichtig. Also ich lasse mir von niemandem verbieten, was ich tue. Nur bin ich der Meinung, wenn wir alle etwas tun wollen, was die Klimasache angeht oder auch die Ressourcen angeht, dann fangen wir bitte dort an, wo wir auf Konsum verzichten können. Würden Sie sich theoretisch jetzt auch an irgendeinem Berg ankleben? Nein, 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 das, da hört es bei mir vorher schon auf. Also diese Aktionen sind so negativ, weil sie die Bevölkerung ja völlig gegen vernünftige Diskussionen, was das Klima oder die globale Erwärmung angeht, aufheben. Die Leute haben die Nase voll, das wollen sie nicht mehr sehen. Aber die Leute, die sich ankleben, sind verzweifelt. Und die Leute, die sich ankleben, sorgen zumindest dafür, dass das ein Thema ist. Das heißt, ja, das ist schon medial aufgenommen. Es geht zu weit. Also man kann darüber diskutieren. Ja, aber was heißt, es geht so weit? Das ist ja kein Terror. Sie kleben sich an und der Verkehr wird vielleicht für eine halbe Stunde aufgehalten. Aber es nähert sich dem. Also die Politik wird erpressbar. Ist es schwierig, mit ihm zu diskutieren zu Hause, weil er einen klaren Standpunkt hat? Nein. Zu Hause ist es nicht schwierig, mit ihm zu diskutieren. Ich habe meine Meinung, er hat seine Meinung. Die können auch mal ganz weit auseinanderklaffen. Und das bietet ja auch den Nährboden für eine lebendige Beziehung. So ist das wird sehr schön in diesem Buch geschildert, dass man sozusagen nicht unbedingt ständig im Gleichklang schweben muss, um eine gelungene Beziehung zu führen, sondern dass gerade auch die Auseinandersetzung, was verschiedene Meinungen betrifft, sinnstiftend sein kann und vielleicht sogar interessanter sein kann, was eine Beziehung betrifft. Insofern kann auch der Altersunterschied ja sogar interessant sein. Wichtig in diesem Buch ist, dass die Menschen verstehen, dass es uns um das gelingende Leben geht, im Hier und Jetzt und nicht im Rückblick auf ein gelungenes Leben. Ja. Das ist zu spät. Im Hier und Jetzt ein gelingendes Leben zu versuchen und daraus Sinn zu ziehen, weil es einen Sinn macht, weniger zu essen, weil es Sinn macht, nicht alles zu konsumieren, was man haben könnte. Ja. Welchen Sinn macht es eigentlich, ohne Sauerstoff auf den Mount Everest zu gehen? Nein, das ist völlig absurd. Ja, also, Sie sagen es ja selbst auch immer. Es ist absurd. Genau. Aber gerade weil es absurd ist, ist es interessant. Ja. Und gerade weil angesichts des Todes, dabei kann man umkommen. Also man kann wirklich dabei umkommen. Ihr Bruder ist umgekommen und Sie waren immer an der Schwelle des... Zwei Brüder sind umgekommen. Ja. Einer in den Dolomiten, einer am Nanga Parbat. Aber weil man umkommen könnte, sozusagen an der Schwelle zum Sterben, ist das Leben eindeutig absurd. Und da gilt es jetzt, etwas dagegen zu halten. Und das ist nur der Sinn. Liebe Diane, Sie haben sich in einen hochinteressanten Extremisten verliebt. Reinhold Messner ist das Gegenteil eines langweiligen Menschen. Aber er kann wahrscheinlich auch sehr... Sagen Sie. ...sehr innervierend. Nein, langweilig nicht in dem Sinn, aber wir führen ein ganz normales Zusammenleben, eine ganz normale Ehebeziehung. In der Ehe ist er ja ganz anders und, und privat auch. Ja, natürlich. Wie ist er denn in der Ehe? Das geht uns nicht. Schneiden Sie ihm die Haare eigentlich? Nein. Man verzichtet auch auf den Friseur, ne? Nein, er ist zum Beispiel sehr lustig, sehr humorvoll und er hat seinen ganz eigenen Humor. Ja. Einen recht welche Rolle spielt Humor? Eigentlich? Entschuldigung. Ja? Welche Rolle spielt eigentlich Humor beim Bergsteigen? Keine, oder? Doch schon. Also ich kenne wenige Bergsteiger, die ihrem Job nachgehen. Aber es gibt schon auch, wenn man die ganze alpine Literatur kennt, sehr viele Bergsteiger im Laufe der Jahrhunderte, es sind ja zwei Jahrhunderte, seit es diese unnötige Tätigkeit gibt. Die Eroberung des Nutzlosen. Die das Ganze schon auch selbstkritisch sehen. Ja. Die Eroberung des Nutzlosen, da muss ich an Werner Herzog denken, dessen Buch ja so heißt. Ist das eigentlich eine Erfindung von Ihnen, Eroberung des Nutzlosen? Das ist ein Franzose, Lionel Terray, der 64 ein Buch geschrieben hat. Werner Herzog ist ja bei einer meiner Expeditionen dabei gewesen, als Regisseur, als Filmemacher, mit einem Kameramann, mit einer Tonfrau. Hier steigt Reinhold Messner hinauf. Ja. Und hat einen sehr schönen Film gemacht, den Jan liebt, den sie schon kannte, bevor sie mich kannte, viel bevor sie mich kannte. Der leuchtende Berg. Der leuchtende Berg. Ja. Und da hat er das ja nochmals ausgearbeitet. Und ich bin auch der Meinung inzwischen, dass es der stärkste Bergfilm ist, den es bis heute gibt. Ja. Das kommt auch in dem Buch vor. Jan schreibt das, glaube ich, dass Sie beim Aufwärtsgehen immer noch besser sind. Nicht mehr lange. Aber beim Runtergehen ist Jan schon schneller. Das stimmt. Ja, auch im Flachen. Ja. Sie macht das heißt, man merkt es Ihnen nicht an, Sie scheinen immer noch in Full-Effekt, aber das Alter
macht nicht Halt vor ihm. Aber wieso geht man runter langsamer als rauf? Nein. Runter kann sie doch einfach fallen lassen quasi. Es ist runterwärts viel weniger anstrengend. Aha. Aber runterwärts sind andere Muskeln im Spiel. Das Raufgehen kostet viel mehr Energie als das Runtergehen. Je höher die Berge, umso mehr Energie kostet das Raufgehen im Verhältnis zum Runtergehen. Ja. Ja. Beim Everest ist es 1:10. Sie selbst haben, glaube ich, 7 Zehen verloren, haben Erfrierungen gehabt. Warum tut man sich diese unendliche Strapaz, dieses fast masochistische Vorhaben an? Was steckt dahinter? Masochistisch ist es nicht. Es ist sicherlich unvernünftig, dorthin zu gehen, wo wir nicht hingehören, dorthin zu gehen, wo man umkommen könnte. Aber das ist das Spiel. Wir gehen dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Die große nicht. Kunst ist nicht umzukommen. Nicht wir, ich auch nicht. Sie können das nie lernen, nicht umzukommen, wenn Sie es nicht versuchen. Ja, ich finde das hochinteressant, was Sie sagen, aber ich tue es eigentlich nicht. Du auch, du begibst dich selten in Gefahr. Natürlich oder? Nicht, ich habe totale Höhenangst. Ich finde das alles hochinteressant, was hier geschrieben steht. Ich halte mich nur nicht dran. Ne? Ich schaue Netflix, ich kaufe mir im Supermarkt, ich weiß nicht, wie Sie agieren, relativ viel, was ich gar nicht esse. Und tatsächlich, wenn ich merke, Ablaufdatum abgelaufen, werfe ich es weg. Furchtbar. Halten Sie sich wirklich an alles? Was ist der größte... Wo haben Sie sich schon mal erwischt, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt hat er... Also ich persönlich habe schon in Kinderjahren gelernt, zu verzichten, zurückzunehmen. Wir waren eine Familie, Lehrerfamilie aus Südtirol mit 9 Kindern, also da waren nicht viele Spielräume. Aber Diane hat gelernt, vor allem gelernt, mit mir diese Lebensweise abzuspecken, Ballast liegen zu lassen. Ja. Auch in ihr Leben zu nehmen. Das führen wir gemeinsam. Das heißt, vorher war das nicht so bei Ihnen, wenn ich fragen darf? Nicht so extrem wie bei Rhein. Vorher Chips, nein. Netflix, nein, das die ganze Sache. Sie kommt aus Luxemburg. Weißt du, wie reich Luxemburg ist? Nein, aber ich kann deshalb hat er mich alles, geheiratet. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einen gewissen fast Suchtcharakter erzeugt, wenn man weiß, dass man mit wenig auskommen kann. Ich bin ja durch den Verzicht zu meinen Erfolgen gekommen. Ja. Bei meiner ersten Expedition war ich Teilnehmer, hatten wir 9 Tonnen Ausrüstung. 5 Jahre später war ich so weit, dass ich eine Expedition gemacht habe, zu zweit. Bei der ersten waren wir 18, mit Peter Haberler zusammen. Ja. Und wir hatten 200 Kilogramm Expeditionsgepäck. Aber auch nur 1/50 der Spesen zu den anderen. Mhm. Und damit konnte ich mehr oder weniger endlich meine Sachen, die ich erträumt habe, selber finanzieren. Und deswegen auch das Abwerfen von Ballast, von Gewicht. Je mehr ich da hinauftrage, umso langsamer bin ich, umso mehr brauche ich. Ganz einfach. Im Buch steht ja eben über Ihre Kindheit, dass Sie als 5-Jähriger offensichtlich, bevor Sie Schüler waren, schon in den Wald mussten und Holz hacken. Und es gab einen Raum, der beheizt war im Winter. Jetzt sind Sie sehr erfolgreich Jahrzehnte später in dieser Burg und heizen wieder nur einen Raum. Das heißt irgendwie, eigentlich ist nichts passiert im Leben. Für Sie mag das normal sein, aber jetzt kommt diese junge Frau aus Luxemburg und ich war in Luxemburg mal, ich habe noch nie so viele reiche Menschen gesehen wie in Luxemburg und sagen, wenn jetzt die Luxemburger Freunde anrufen und dann sagen sie, naja, wir heizen eh den einen Raum. Reicht Ihnen das, ein Raum? Sie haben auch kaum Warmwasser, habe ich gelesen. Das heißt, wenn Sie Haare waschen, müssen Sie zwischendurch aufhören, so kurz wieder frieren und warten, bis es nochmal warm wird. So wie mit der leeren Badewanne gibt es bei mir nur die halbvolle Badewanne. Wirklich? Und der beheizte Raum ist ganz sicher nicht das Schlafzimmer, das will ich auch sagen. Nicht das Schlafzimmer? Es ist nicht das Schlafzimmer. Eiskalt. Schläft man aber auch besser, das stimmt auch. Man schläft besser. Und Sie machen wahrscheinlich das Fenster auch auf. Ja. Ja. Aber ich habe schon mit wärmer reinkommt. Jacke geschlafen. Wir teilen uns einen Schlafsack. Schlafsack. Ist das wirklich so romantisch? Das ist wahrscheinlich auch gar keine Halskette, die Sie tragen, sondern ein Schal. Na, es ist... Reduzieren, kleiner Mann. Es ist toll. Toll, ich finde das toll. Gibt es übrigens auch als Hörbuch, interessanterweise, von von Ihnen beiden eingesprochen? Nein, leider nicht. Von Schauspielern? Reinhold kann nicht lesen. Er kann Reinhold nicht kann vorlesen. Nicht lesen? Nein, ja, das stimmt. Ich kann nicht lesen. Und er kann nicht schwimmen. Also, Sie können nicht lesen? Können nicht schwimmen? Nein. Das muss man nicht können. Nicht.
Aber lesen? Ja, aber Moment, wenn der Schnee schmilzt. Ich kann nicht vorlesen. Ah, vorlesen? Das ist eine eigene Kunst. Ich dachte, Sie können gar nicht lesen. Nein, lesen kann ich nicht. Das wäre eine Schlagzeile. Reinhold Messner kann nicht lesen. Er hat studiert. Er hat in Padua studiert. Hätte mich auch gewundert. Ja, hätte mich auch gewundert. Es sind sehr viele schöne, alte, private Bilder von euch beiden und von Reinhold Messner aus seiner Kindheit. Dieses Buch ist absolut zu empfehlen. Es ist für mich eigentlich auch ein Buch über die Liebe. Über die Liebe zu sich selbst und über die Liebe gegenseitig. Nicht nur über den Verzicht, sondern eigentlich über das ganze Leben. Die Liebe ist vor allem von der Diane beschrieben, unsere Liebesbeziehung. Ja. Weil Ihnen die Worte der Liebe, für die Liebe fehlen, weil Sie das nicht gewohnt sind vom Bergbauernhof? Weil wir Bergler, wir Menschen, die in den Bergen leben, in diesem Zusammenhang sehr zurückgenommen sind. Das ist Teil der Kultur. Ja. Und das ist kein Klischee, es ist wahrhaftig so. Ein Bergbauer wird seiner Frau beim Stallarbeiten nicht nachrufen, ich liebe dich. Sondern, da ist noch die Krua, die macht. Es gibt auch sehr, das zum Abschluss vielleicht noch sehr interessante Zeilen über den Tod. Und das möchte ich Reinhold Messner schon fragen, weil mich das interessiert. Sie haben, glaube ich, es steht hier drin, Sie haben keine Angst vor dem Tod. Das würde ich heute nicht so sagen. Ich hatte Perioden, wo ich keine Angst hatte. Ja. Das war in jungen Jahren. Ich hatte Nahtoderlebnisse. Und das macht klar, dass das Sterben dazugehört. Ja. Das ist ganz deutlich. Man lässt sich am Ende, das ist meine Erfahrung, in den Tod falten. Aber ich habe schon lange keine Nahtoderlebnisse mehr gehabt. Ja. Wie das dann konkret sein wird, mich trifft es ja bald. Ich bin bald 80 Jahre alt. Für Diane ist das viel schwieriger. Aber wir leben eben wie ein junges Liebespaar zusammen und nicht im Bewusstsein, sie ist jung und ich. Ja, klar. Wie wir zwei, Dirki. Gell? Aha. Vielen Dank fürs Hiersein. Bitte bleibt noch hier. Sinnbilder, das Buch von Diane und Reinhold Messner. Vielen Dank für dieses Buch.